Der blinde Roboter. Eine irritierende Begegnung. Ein- bis zweimal täglich erforscht das seelenlose Wesen seine Besucher. Zärtlich zwar, aber doch komplett emotionsfrei. Ich will einen einzigartigen Moment entstehen lassen. Eine Berührung mit etwas, das weder tierisch natürlich noch rein maschinell ist. Ein Roboter sollte doch eigentlich einfach nützlich sein und nicht plötzlich sinnlich. Auch das ist Museum. Zwar können nur die wenigsten der über 200 Kunstwerke berührt werden, diese wecken aber umso mehr Emotionen. Vielleicht gerade, weil der Tastsinn an Bedeutung verloren hat. Vielleicht ist unsere Zeit bezeichnend dafür, für eine Distanzierung auch, dass unsere Fernsinne vor allem gebraucht werden und die Nahsinne zunehmend in den Hintergrund treten. Und da ist es sicher interessant, sich diese Frage zu stellen, inwiefern der Tastsinn halt tatsächlich auch heute noch essentiell ist für unsere sinnliche Wahrnehmung der Welt. Von zarten Berührungen bis zum stechenden Schmerz. Die Ausstellung erforscht die unterschiedlichen Rollen des Tastsinns in der Kunst. In diesem monumentalen Grusellabyrinth kann auf 4 Etagen an allen Ecken und Enden gedrückt und gedreht werden. Sculpture tactile wiederum heißt diese weiße Kiste, die es in sich hat. Was genau, kann aber nicht verraten werden, da der Beitrag hier schon zu Ende ist.